Und wieder einmal habe ich Rettertüten aus dem Lidl ergattern können. Rettertüten, in denen nicht mehr so ansehnliches Gemüse ist, sind für jeden Koch eine Herausforderung. Und das ist natürlich eine Herausforderung für mich, denn ich bin Kalle, der Rettertüten-Retterrentner. Habt ihr schon einmal Karottensalat gemacht? Ja, natürlich habt ihr schon mal Karottensalat gemacht. Aber habt ihr den schon mal eingekocht? Nein? Dann zeige ich euch, wie ich meinen Karottensalat einkoche. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! In den Rettertüten fand ich unter anderem zwei Bund Karotten mit Karottengrün. Und aus den Karotten habe ich Karottensalat gemacht. Für den benötigt ihr 1200 Gramm Karotten, eine Handvoll Karottengrün, eine Zwiebel, 500 ml Wasser, 200 ml Kräuteressig, 5 Esslöffel Zucker und 2 Esslöffel Salz. Als erstes müssen die Karotten geputzt, gewaschen und geschält werden. Karottengrün verwende ich im Übrigen weiter. Karottengrün lässt sich nämlich hervorragend als Kräutergewürz einsetzen. Dafür einfach die dünnen Blätter von den dicken Stielen abtrennen, waschen und wie Petersilie behandeln. Dann die Karotten waschen und schälen. Dann werden sie in gezuckertem und gesalzenem Wasser gekocht. Die Zeit variiert je nach Dicke. Sie sollten noch sehr bissfest sein, da sie ja dann noch eingekocht werden. Damit sie zum einen jetzt noch nicht nachgaren und ihre Farbe behalten, werden sie nach dem Kochen in sehr kaltes Wasser gegeben. Dann wird schon mal der Sud aus Wasser, Essig, Salz und Zucker gekocht. Während der Sud kocht, können jetzt die Karotten geschnitten werden. Und zwar in etwa 0,5 cm dicke Scheiben. Jetzt die Zwiebel schälen, halbieren und in Streifen schneiden und das Karottenkraut fein hacken. Wenn alles geschnitten und gehackt ist, wird es auf 3 Gläser a 750 ml Fassungsvermögen verteilt. In die Gläser kamen als erstes die Zwiebeln, dann das Karottenkraut und dann die geschnittenen Karotten. Letztlich spielt die Reihenfolge aber keine Rolle. Wenn alles in den Gläsern ist, kommt letztlich der Sud hinzu. Bis 0,5 cm unter den Rand füllen. Dann Deckel drauf, fest verschließen und dann wird eingekocht. Bei 100 Grad für 30 Minuten. Aus dem Wasserbad nehmen, trocknen lassen, beschriften und dann ist alles fertig. Was ich sonst noch so einkoche, das könnt ihr hier oben in dieser Playlist sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.